Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Ich wünschte, die Dinge liegen anders, Hohepriesterin. Aber neben den Fronten in Arati und Sandala können wir uns keine Dritte an der Dunkelküste leisten. Mein Volk will Taten, keine Ausflüchte. Wir legen nicht die Hände in den Schoß, während die Horde unser Land entweiht. Ihr habt mein Wort. Wir werden Teldrassil zurückerobern, bevor der Krieg vorbei ist. Aber wir haben kaum noch Ressourcen und viele Opfer zu beklagen. Habt noch ein wenig Geduld. Nein. Wir werden nicht länger warten. Tyrande. Wir werden die Toten rächen. Und Sylvanas zeigen, dass sie noch nicht gewonnen hat. Und wenn die Allianz uns nicht helfen will, werden wir uns selbst helfen. Tyrande ist vor unserer Armee zur Dunkelküste aufgebrochen. Sie will sie der Horde eigenhändig entreißen. Ich verstehe. Champion, unsere Truppen in Suldazar haben ihren Angriff noch nicht begonnen. Mit eurer Hilfe könnten wir an beiden Fronten erfolgreich sein. Was habt ihr zu berichten? Eure Pflicht. Eure Hilfe ist mehr als willkommen. Zumindest auf euch können wir zählen. Tyrandes Schiff wurde zuletzt in der Nähe des Soram-Strandes gesehen. Lasst uns dort beginnen. Anduin, auf ein Wort. Natürlich. Ihr wisst, dass ihr immer offen mit mir reden könnt. Die Nachtelfen haben mein Volk vor unserem Fluch gerettet. Sie nahmen uns in Darnassus auf, als unser Königreich gefallen ist. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie sie dasselbe Schicksal ereilt wie einst uns. Gilneas wird an ihrer Seite kämpfen. Ich will mich euch nicht widersetzen. Aber ich fürchte, wenn ich den Befehl nicht gebe, wird sich Mia ohne mich in die Schlacht stürzen. Ich verstehe, Gen. Möge das Licht mit euch sein. Thank you.
das Schiff. Oder zumindest, was davon übrig ist. Sie muss es zerstört haben, um Verfolger abzuschütteln. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Ich verfehle nie. Möge die Göttin euch beschützen. Sind wir in Gefahr? Meine Doritur wird euch begleiten. Wir sind nicht allein hier draußen. Ihr anderen steht Wache. Wir gehen erst weiter, wenn wir die Gegend durchsucht haben. Ich bin außer Reichweite. Dieser Foliant, ist das etwa die Nachtkriegerin? Sprecht frei. Eure Pflichten rufen. Die Schildwachen stehen bereit. So gut wie erledigt. Was habt ihr zu berichten? Immer wachsam. Sie planen, das uralte Ritual durchzuführen. Das wird sie umbringen. Wir müssen sofort zur Dunkelküste aufbrechen. Meine Wacht wehrt fort. Champion, mit mir! Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden Tyrande nicht allein im Feindgebiet zurücklassen. Beeilung! Von welchem Ritual sprecht ihr, Maiev? Wer ist die Nachtkriegerin? Sie ist die Verkörperung von Eluns Zorn. Auch nur dem Ritual beizuwohnen, würde uns in Lebensgefahr bringen. Und das einzige Leben, das Tyrande riskieren möchte, ist ihr eigenes. Möge Elun über sie wachen.
Hat sie über uns gewacht, als Tedrassil brannte? Wir dürfen nicht den Glauben an die Göttin verlieren. Das ist genau das, was die Horde will. Syra, ihr späht die Küste aus, während der Rest von uns landeinwärts dringt. Wir werden Tyrande finden und euch in Laudanel treffen. Wie ihr befehlt. Ilun sei mit euch, Schwester. Tyrande sucht das Auge von Ilun. Zuletzt wurde was es hier in Obedin verwacht. Sie haben versucht, sie aufzuhalten. Damals konnte man hier oft freudiges Gelächter hören. Nun herrscht hier nur noch Totenstille. Hier entlang. Ich war hier vor vielen Monden stationiert. Achtung! Bleibt in Bewegung. Das waren bestimmt nicht die Letzten. Champion! Das solchen Katapulten... Das Auge von Ilun muss sich in der Jägerhalle befinden. Wir müssen weiter. Lasst uns hoffen, dass Tyrande noch dort ist. Wir kommen zu spät. Aber nein, ihr kommt gerade recht. Die Banshee-Königin will eure Köpfe, Nachtelfen. Macht schnell, ich muss noch einen Wald verseuchen. Diesen Gegenstand kann ich nicht benutzen. Es ist heutzutage so schwer, gutes Personal zu finden. Verseucht sie! Bleibt zurück! Ihr werdet sterben! Eure Kraft ist gewachsen, Schwester. Die Wächterinnen haben ihre Augen über. Rache ist eine mächtige Waffe. Wartet! Hört ihr das? Überlebende! Andu Falador! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Schwester, seid ihr verletzt? Wir werden uns um ihre Wunden kümmern. Befreit die anderen! Kein Ziel. Ich benötige ein Ziel. Yeah!
Ich schicke euch zu Brock Sandy! Aschala, wo ist Tyrande? Ihr ist alles andere egal. Für sie zählt nur noch das letzte Ritual am Brunnen der Reinheit. Macht euch bereit, Schildwachen. Die Hohepriesterin braucht unsere Hilfe. Kommt, Champion. Aschala kann uns beide mit Leichtigkeit tragen. Maiev. Warum ist dieses Ritual so gefährlich? Legenden besagen, dass Ilun unseren größten Kriegerinnen einst ihren Zorn verlieh, um Kalimdor zu beschützen. Die stärkste unter ihnen wurde durch ein heiliges Ritual zu ihrem Avatar, der Nachtkriegerin. Sie garantierte stets einen schnellen Sieg. Seit jener Zeit hat niemand mehr das Ritual überlebt. Eluns unbändige Macht war zu viel für sie. Da ist sie! Elun, dein Volk hat dich geliebt. Doch du hast nur aus der Ferne zugesehen, als es qualvoll starb. Jahrtausende habe ich dir gedient. Aber heute Nacht komme ich nicht als Jungfer, Mutter oder Priesterin. Jetzt will ich dir nur dienen, wenn du mir Gerechtigkeit verschaffst. Die Horde ist im Anmarsch. Auf eure Positionen! Feindbewegungen im Norden! Zeigt ihnen keine Gnade! Der Tod ist der einzige Weg! Hört ihr die Schreie? Kein Ziel. Sie wird ewig herrschen. Zur östlichen Flanke. Diese Ungeheuer kommen von allen Seiten. Was habt ihr zu berichten? Beinahe abgeschlossen. Champion, entfesselt das Auge von Ilun. Ina Schul da Ilun! Kulera Schul! Kulera Sinn!
Orde! Oshrock! Elisa! Anudorini! Oshkor! Mit uralten Worten wende ich mich an deine unbarmherzigste Phase. Für diese Gabe hier verlange ich, dein dunkelstes Antlitz zu tragen. Elun, mache mich zu dem Instrument deiner Rache! Nun werden wir Gerechtigkeit walten lassen. Die Nachtkriegerin lebt in mir. Die Horde wird erzittern, denn unsere Dunkelheit bricht herein. Ich spreche für mein Volk. Die Kalmayev, Chandris, bereitet unsere Truppen auf den Kampf vor. Komm, Champion. Nathanos Pestrufer und zwei Valkyr der Banshee-Königin sind in der Nähe. Wir werden sie alle töten. Anudora! Er ist nicht hier. Euer Baum war erst der Anfang. Wir werden diese gesamte Küste für unsere Armee verheizen. Ich konnte mein Volk nicht beschützen. Aber ich werde es rächen. Es kommen noch mehr. Das hier bedeutet gar nichts. Der Boden, auf dem ihr steht, wird euch verschlingen. Ich muss die Wildnis schützen. Lasst uns gemeinsam angreifen. Nein, wartet auf mein Signal für den Angriff. Übernehmt Pestrufer. Die Valkyr gehören mir. Lasst ihn dort verrotten. Er verdient keinen schnellen Tod. Was können die Kaldorei für euch tun?
Jetzt, wo die Vorbereitungen getroffen sind, können wir mit dem Ritual beginnen. Pestrufer! Nun, das kommt ungelegen. Beschützt die Walkür! Ihr werdet den Sonnenaufgang nicht mehr erleben, Monster. Nein, solch ein Benehmen für eine künftige Raumelfen. Nennt man euch so? Oder was war es noch gleich, worüber ihr dieser Tage herrscht? Ich bin keine Königin. Ich bin die Rache der Kaiser. Konzentriert euch auf die Walkür. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Ihr seid zu spät. Seht nur. Nein, unsere Streitkräfte sammeln sich. Wir werden diese Rechnung ein andermal begleichen. Tyrande, was ist passiert? Pestrufer ist entkommen. Aber die Walkür seiner Königin hat dafür mit dem Leben bezahlt. Es ist an der Zeit, unsere Heimat zurückzufordern. Maiev, ihr werdet unsere Armee anführen. Ihr schenkt mir großes Vertrauen, trotz unserer Vergangenheit. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Ihr führt unser Volk zum Sieg. Ich stille den Zorn der Nachtkriegerin. Wartet! Wo ist Syra? Ist sie nicht bei euch? Sie... Maiev, ich muss allein mit euch sprechen.
Wir haben bisher nur einen Bruchteil der Hordetruppen gesehen. Ich werde Dorithurs Sicht mit euch teilen, um mehr über ihre Stärke zu erfahren. Alles? Die ganze Lieferung. Bis auf den letzten Sack Getreide. Nur der hier hat überlebt. Mon Samedi. Holt mich noch nicht. Euer Bericht. Wir haben Vorräte zur Kriegsfront gebracht. Genauso wie sonst auch. Leg einen Zahn zu! Die Vorräte müssen noch vor Sonnenaufgang ankommen. Was ist denn? Wir kommen! Mon Samedi, holt mich noch nicht. Das sollen wir ihm so einfach glauben? Kein einzelner Nachtelf vermag so etwas. Oh doch, einer sehr wohl. Wir halten diese Stellung für die Horde. Die Schildwachen stehen bereit.